Hallo, hier ist der Treiber. Ich wollte mal zeigen, wie man einfach mit einfachen Mitteln einen Motorradheber baut. Das zeige ich euch erstmal, was ich dafür gebraucht habe. Gut. So, hier ist das gute Stück. Sieht zwar ein bisschen abenteuerlich aus, aber es funktioniert. Das zeige ich auch nachher noch. Folgendes. Ich habe hier einen alten Wagenheber gefunden. Ja. Und dann ist das hier von einem Stepper. Habe ich auch gefunden, Querstrebe und ein paar Schellen. Einfach zum nachzumachen. Dann gehe ich das nochmal von oben, dass jeder sehen kann. Seite. Ja, und dann ist der Wagen hier. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. So, der Teil ist unter der Diva, da wollen wir den Diva mal anheben. Ich habe das hier mit einer Ratsche, da geht das einfacher. Umstellen. Also im Oberlauf hat es geklappt. Das muss funktionieren. Langsam hoch. Und schon. Hat er wieder einen Vorführeffekt. Wie immer. Aber geht. Ich habe es im Griff. Hinten kommt es jetzt langsam hoch, zeige ich gleich. So, hinten ist sie jetzt hoch genug. Und dann habe ich hier, die geht ja jetzt so hin und her, Balken, schiebe ich hier vorne. Genau, dann runter. Jetzt brauche ich nur noch kurz anzuheben, weil ich muss das ja immer alleine machen irgendwie. So, jetzt hat es Stabilität und wenn ich nur vorne dran will, vorne ist im Moment unten, dann kippe ich die wieder. Dann ist es halt dann hinten unten, aber 0 Euro, das habe ich auch noch rumliegen gehabt. So, wir zeigen, wie das Moped hier so liegt, auf den Zellen. Auf den Balken. Liegt hat er jetzt an. Schon mal weg. Kann man auch sehen. Und ich traue mich sogar die Hand runter zu tun. Okay, das war's. Gut, alles klar. Bis dann, euer Treiber.